Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von TV Hip bewegt. Ich bin Bastian. Und ich bin Felix. Und heute dreht sich alles um das Thema Zielgenauigkeit beim Werfen. Viel Spaß! Zum Aufwärmen starten wir, indem wir unsere Arme etwas bewegen. Zuerst kreisen wir den rechten Arm nach vorne. Dann zurück. Dann den linken Arm nach vorne. Und zurück. Als nächstes kreisen wir beide Arme nach vorne. Und wieder zurück. Und zum Abschluss kreisen wir noch etwas unsere Handgelenke. Für die nächste Übung benötigt ihr ca. 3 Tennisbälle und 6 bis 10 Eimer, die ihr in eine pyramidenähnliche Form aufstellt. Und diese stellt ihr auf einen Kasten. Jetzt versucht ihr mit den 3 Tennisbällen möglichst viele Eimer abzuwerfen. Aufstellen. Ihr könnt doch am besten noch jemanden raussuchen, der dann für euch die Tennisbälle einsammelt, während ihr die Eimer aufstellt. Okay. Dann starten wir mit dem zweiten Durchgang. Für die nächste Übung sucht ihr euch einen Partner und nehmt einen Reifen zu Hilfe. Nun versucht ihr mit Bällen durch den Reifen zu treffen, den euer Partner hochhält. Wählt dabei am besten weiche Bälle, um die Verletzungsgefahr so möglichst niedrig zu halten. Wenn euch das Ganze schon gut gelingt, dann könnt ihr es noch einfach so machen, dass euer Partner den Reifen etwas bewegt, damit es schwieriger wird. Nur noch ein letzter Durchgang, wo ich den Reifen noch etwas schneller bewege. Nun kommen wir zur ersten Übung. Dafür legen wir zuerst 3 Reifen in einer Reihe auf den Boden. Der erste Reifen zählt einen Punkt, der zweite 2 und der dritte 3. Jetzt holen wir uns einen Würfel und 3 bis 4 Säckchen oder Socken, die ihr zusammenknüllt zu Hause, und würfeln mit dem Würfel. Jetzt habe ich eine 1 gewürfelt, das heißt, ich muss mit den 3 Säckchen eine 1 werfen. Ein Punkt, damit haben wir das Ziel 1 erreicht und sind mit dem Durchgang fertig. Jetzt würfeln wir wieder. Diesmal hat er eine 6 gewürfelt, das heißt, er muss jetzt mit 3 Säckchen die Punktzahl 6 erzielen. 3 Punkte und wieder 3 Punkte. Damit haben wir wieder das Ziel 6 Punkte erreicht und machen noch einen Durchgang. Nochmal die 6.
wieder 3 Punkte und nochmal 3, wieder fertig. Wenn euch das Ganze zu leicht fällt, könnt ihr es auch einfach so machen, dass ihr 2 Würfel nehmt. Dazu holen wir jetzt noch den zweiten dazu. Ihr holt euch jetzt aber auch noch ein Säckchen zu diesen 3 Säckchen dazu. Und jetzt würfeln wir einfach mit 2 Würfeln, wodurch natürlich dann die Punktzahl, die ihr erreichen müsst, höher wird und dadurch es ein bisschen schwerer wird. Jetzt habe ich zum Beispiel die 2 und die 6 geworfen. Das heißt, ich muss 8 Punkte erzielen. 3 Punkte. Nochmal 3. Und 2. Das ergibt 8. Und damit sind wir durch mit dem Würfeln. Zum Abschluss. Zum Abschluss habe ich nochmal die 5 und die 1 gewürfelt. Das heißt, ich muss nochmal 6 Punkte erzielen. Wieder die 3 und nochmal die 3. Wir sind wieder fertig. Das war's auch schon wieder für heute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Mitmachen und seid jetzt zielsicherer beim Werfen.